Lange Rede, kurzes Schwert, es gibt es volles Pfund, Gottig 3. Viel Spaß. Ja, ein herzliches Willkommen zu Gothic 3 mit Megamods. Hör bloß auf mit der Scheiße. So, wir sind jetzt in der Mora und müssen... Haufen Viecher töten. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Hab ich schon mit Rendell geredet? Ich quatsch mal mit dem. Pass auf, wo du hinläufst. Die Gegend da draußen ist gefährlich. Was genau ist da draußen so gefährlich? Der Norden von Nemora ist bevölkert von Urviechern, Kollege. Am schlimmsten sind diese großen, schnaubenden Exemplare. Komm ihnen nicht zu nahe, sonst fressen sie dich mit Haut und Haaren. Ich bin zwar ein erfahrener Jäger, aber allein würde ich mir die Biester auch nicht zutrauen. Ich werde die schnaubenden Urviecher töten. Na, da hast du dir ja einiges vorgenommen. Hier, nimm diese Heiltränke. Die Biester sind zäh. Du wirst sie brauchen. Bist du hier der Boss? Das sage ich dir nicht, Fremder. Jo, also wie immer das gleiche Problem. Die sagen mir das alle nicht. Aber wir wissen natürlich, wer es ist. Ja, ist ja klar. Ja, wegen den Skripten wurde schon oft gefragt, wie ich das hier gemacht habe. Was Jürgensen jetzt aktuell in sein Let's Play hat. Wo man das downloaden kann und so. Das habe ich jetzt alles auf dem Discord ballert. Bei mir. Dem hast du es gezeigt. Dich wird niemand vermissen. Ja, ja, leck mich. Und ja, da könnt ihr es runterladen. Ne? Bloß so als Randinfo. So, dann machen wir hier die Snapper schon noch klar. Zähne, das ist immer wichtig. So, hier irgendwas. Was ist eine Schlange? Ja, und das Skript ist auch mit drin. Das habe ich auf Deutsch übersetzt. Und da könnt ihr die Anleitung einfach folgen. Das ist ganz easy. Abgebrochen. Natürlich abgebrochen. Perfekt. Und ja. Dieses Riesenskelett, dieses Riesenvieh, würde ich aber gerne mal sehen. Also was sich da die Entwickler gedacht haben bei so ein Riesenskelett, ich verstehe das nicht. So, wollen wir mal schauen, irgendwo ist das Vieh. Hier sind schon noch ein paar Schnäppere. Boah, das sieht ja cool aus. Viel besser als im Original, finde ich. Ich habe auch festgestellt, sobald die ihre Animation machen, dann sind die halt, ja, da kann man die nicht treffen. Das ist ganz komisch. Also man kann das nicht mehr abwehren, was das angeht. Ach, das sind zwei. War das früher schon zwei? Naja, die machen wir jetzt hier oben kalt. Da werden die bestimmt nicht hinkommen. Nehme ich mal stark an. Lalalala. Nee, die werden hier nicht hochkommen. So, und da kann man die ganz gemütlich in die Fresse schießen. Na? Naja, beruhig dich.
Scheiße, hier sind ja Millionen Nashörner. Oh mein Gott. Boah. Nee. Mit denen legen wir uns jetzt mal nicht an. Tschüss. Also, man muss das nicht quick looten, man kann nur ganz normal, wie sonst auch immer, die Kombination rauskriegen. Ja. Das ist kein Problem. Schön drüber gehauen, jawohl. Und wieder daneben. Klasse, ich bin ein super Bogenschütze. Yes, erledigt. So, werden wir mal gucken, ob wir jetzt alle haben von den Gebrassel. Haben wir alle? Also ich kann mir das kaum vorstellen. Schon mal hier rum. Vielleicht habe ich es auch nicht mitgekriegt. Das, ja, das ist auch naheliegend. Ja, die habe ich gesucht. Genau die. Jawohl. Nicht. Aber das sieht so aus, wenn ich alles hätte. Aber die Millionen Nashörner, die mache ich jetzt definitiv nicht. Nee, habe ich null Bock drauf. Ja, und ich werde auf jeden Fall Ende Juni nochmal ein neues Video rausbringen wegen der Installation, weil so viele, viele, viele Fragen waren. Ja, und wie meinst du das? Und wie soll ich das verstehen, dass das eigentlich eine alte Installation ist? Ja, um den ganzen Wirrsinn zu beenden, werde ich dann Ende Juni ein neues Video rausbringen und alles gut. So, wollen wir mal quatschen, ja? Trasloid. Hier hast du deine Staudenlobelie. Das ist wahrlich fantastisch. Ich hoffe, die Biester da oben haben dich nicht zu sehr bedrängt. Hier hast du einige Tränke als Lohn. Sag mir, wer hier der Boss ist. Sprich mit den anderen. Ich bin es nicht, Freund. Gib mir deinen Feuerkelch. Gut. Ich vertraue dir das gute Stück an. Ich hoffe, er wird heil im Kloster bei meinen Ordensbrüdern ankommen. Wir werden sehen. Klar, Diggi. Zweimal Taschendiebstahl. Ah, Teleportersteine halten. Zeig mir deine Ware. Sehr gut. So, Leckerli ist meine. Okay. So, ich würde sagen, jetzt so weit haben wir jetzt erstmal in Nemora jetzt nichts zu tun. Ja, ist schon noch jemand? Ist schon noch jemand? Ah, ne. Okay. Die können mir hier nichts beibringen, hä? Und die handeln natürlich auch nicht mit mir. Die ist Brät. Milizdude. Dude. So, okay. So, dann machen wir nach Trelis. Tada, hier bin ich wieder. Oh, das hab ich vergessen. Ja. Wo war denn der?
Famous Bahnhof. Ah, ich habe ja noch Telekinese. Ein Hase, ein gefährlicher Hase. Flip. So, Famous Kiste. Haben die gesagt. Hey, du! Du hast mir den Knecht weggenommen. Bring ihn sofort zurück, oder ich beschwer mich bei den Orks. Ja, ja, träum weiter und bezahl erstmal deine Steuern bei den Orks. Dull, Schwein! Die Orks werden mich umbringen. Erledigt. Du hattest recht. Hengler der Rebell hat dich tatsächlich bestohlen. Sag ich doch! Dieses faule Lumpenpack sollte man ausräuchern oder in die Minen schicken. Boah, nochmal 500. Zeig mir deine Ware. 500 Erfahrungen nochmal. Aber zu saufen hat er auch noch. Nehmen wir natürlich dann mit. So, müssen wir jetzt zum Torus, ne? Oder? Ach, Scheiße, Drehlis. Das ist. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Ja. Okay. Da werden wir jetzt mal. Wie heißt das? Na, zu der Ruine. Aber wo war die Ruine? Wo war denn diese gottverdammte Ruine wieder? Muss ich mal hier noch quatschen? Wie heißen die? Akanun Golum 2. Pass auf, wo du hier hintrittst, sonst verwisst du alle Spuren. Was ist hier passiert? Das wüsste ich auch gerne. Bis vor einigen Tagen war dieser Bauernhof noch intakt. Hier lebten etwa 4 Bauern. Jetzt sind alle weg. Der Bauernhof ist völlig verwüstet. Wer kann das getan haben? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich auch schlauer. Drüben im Westen gibt es eine Höhle. Dort habe ich einige Viecher gesehen. Sie sahen sehr gefährlich aus. Möglicherweise haben sie dies hier angerichtet. Ich könnte mir die verdächtige Höhle mal ansehen. Mach das. Am besten tötest du gleich alles, was da herumkreucht. Aber lass dich nicht fressen! Torus will wissen, warum dieser Bauernhof sich nicht mehr gemeldet hat. Das glaube ich gerne. Tja, du siehst es ja selbst, dass hier keiner mehr ist. Ja, das hat er wohl. Da hat er wohl recht. So. Irgendwo war die Höhle, ne? Und wieder so eine verkackte Blutfliege. Wie ich es liebe. Und natürlich nicht getroffen. Ich hasse dieses Viech. So. Mein Pfeil nehme ich wieder mit. Irgendwo. Ja, hier war es. So, werden wir mal gucken. Böse Miezekatze. Okay, hat sich beruhigt. Aber ich glaube, das waren 3, ne? Böse Miezekatze. Wirklich böse. Aber cool sehen sie aus. Ja, siehst du, waren 3. Katze ist auch erledigt. Morgentag. Ah, das sind die Dunkelpilze. Das gefällt mir nicht. Eigentlich will ich schon gerne meine Dunkelpilze haben als Wort. Ring der Gesundheit. Okay. Das klingt doch gut. So. Da
Heiltruhe. Okay, gucken wir uns mal den Ring der Gesundheit an. Schutzring. Ring der Gesundheit. Wie viel bringt er? Ja, 15. Okay. Ja, besser als gar nichts, ne? Jetzt sagen wir mal hier ein Schnüffi nochmal, dass wir die Mieze-Kätzchen besänftigt haben. Hopp. So, Mieze-Katzen sind weg. In der Höhle im Westen gab es nur ein Rudel Säbelzahntiger. Auf mich wirkten sie ziemlich verstört. Ich glaube nicht, dass sie diesen Hof so zugerichtet haben. Verdammt! Und ich hatte gehofft, dass es nicht so kompliziert wird. Kompliziert? Was meinst du? Oben in dem nördlichen Wald habe ich letzte Tage einige Waldläufer herumstreunern sehen. Würde mich nicht wundern, wenn die Mistkerle für die Verwüstung hier verantwortlich wären. Was soll ich tun? Waldläufer haben oft einen Druiden als Anführer. Finde heraus, ob der Druide den Befehl für diese Schweinerei hier gegeben hat. Und wenn ja, dann töte ihn. Aber mal ganz ehrlich, ne? Ist ja noch ein Platz frei auf der Lagerfeuer. Ja, noch ein bisschen heilen. Ganz ehrlich, solche Säbelzahntiger werden ja kaum, sagen wir mal ganz ehrlich, irgendwas in Brand stecken oder sowas. Ha? Also, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. So, wir machen jetzt mal nichts. Da lädt das nämlich schon mal. Kann man noch ein bisschen was sparen. Ja, also, ich denke nicht, dass selbe Zahntiger so Mist machen. Ja. Irgendwas anfackeln. Ha? Das ist ein Quatsch. Der Bauernhof im Westen ist verwüstet. Dort lebt keiner mehr. Wusste ich es doch. Ich kann nur hoffen, dass das ein Einzelfall bleibt. Andernfalls sind wir auf die Karawanen angewiesen. Und das wird teuer für Trelis. Hier, dein Sold. Danke dir, Süßer. So, jetzt probiere ich das jetzt nochmal irgendwie dort zu diesem Tempel zu gelangen. Ich drehe bald durch. Ich hasse es abgrundtief. Ich verstehe das ja nicht. So. Da haben wir es. Ach, Gott sei Dank. Mich das nervt. So, können wir ja noch irgendwas. Nee, vorneweg speichern. Sicher ist sicher. Und los geht's. Da hat er ja voll Versteckspielen gemacht, ey. Was für eine Macke. Fett erhalten. Okay. Sumpflurker. Ich glaube, die dürfen nämlich auch vergiften, ne?
War das nicht so? Elendes Drecksvieh. So, gehen wir mal hier hoch zum Tempel. Keine Nashornspiele machen. Aber wir gehen vorweg zu den Rebellen hier oben. Keinen Schritt weiter! Ruhig bleiben, Kleiner. Ich tu dir nichts. Du bist doch nicht gekommen, um Ärger zu machen, oder? Halt's Maul. Wenn ich dich hätte töten wollen, wärst du jetzt tot. Okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Erzähl mir mal lieber, was hier oben los ist. Das hier ist ein Rebellenlager. Ich bin Rebell und kämpfe für den König. Aha. Und? Schon Orks getötet? Bisher war ich noch nicht in einer Schlacht. Aber ich freue mich schon darauf, einem Ork das Fell über die Ohren zu ziehen. Was machst du hier eigentlich den ganzen Tag? Ich passe auf, dass sich niemand an das Lager hier heranschleicht. Ist dir ja prima gelungen. Das ist gar nicht so einfach. Vor allem nicht bei den ganzen Viechern in dieser Gegend. Aber am meisten Angst machen mir die Untoten in der Höhle da drüben. Möchte nicht wissen, was die mit einem anstellen, wenn die einen zu fassen kriegen. Oh, dazu könnte ich dir einiges erzählen. Wenn er so weiter, ich könnte die Untotenhöhle für dich aufräumen. Du traust dich wirklich in eine Höhle voller Untoter? Wäre nicht das erste Mal. Wenn du das schaffst, dann gebe ich dir 300 Goldmünzen, okay? Ich denk drüber nach. Du legst doch nicht mal eine Fleischwanze um. Ich habe schon viel geübt mit meinem Schwert. Die Orks sollen ruhig kommen. Ja, ja. Als wenn das so einfach wäre. Süß. Ist das dein Ernst? Ja, da meint die Untoten hier oben. Wenn er so weitermacht, wird das nie. Das ist hier oben eine Höhle. Und da geht's ganz schön ab. Hör bloß auf mit der Scheiße. So, weg. Oder auch nicht. Geht einfach wieder durch. Am besten ist immer wieder schön. Und wieder durch, weil es cool ist. Oh, du elendes Mistvieh. Ja, warum nicht? Also, Snapper sind ganz schlimm. Vorsprung. Da brauchst du 500 Pfeile, dass du die erwischst. Das ist zum Kotzen. Nervt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man da irgendwas machen kann. Ja, noch mehr Snapper, ey. Kriegst du nicht. Geht durch. Oh shit. Und wechseln. Ja, wir gucken mal. Jaulendes Skelett. Ach so. Oh ne, das ist Magno. Magier. Da habe ich ja mal so überhaupt keinen Bock drauf. Also auf Magier überhaupt nicht. Kann dir doch egal sein. Ja, das kann mir egal sein. Da habt ihr das Problem. Ich weiß, Mann, ihr Vögel. So, gehen wir mal zum Boss. Kann dir doch egal sein. Und wisst ihr, das ist diese Höhle. Überhaupt, ich habe ja Gothic 3 schon bestimmt
5 bis 10 Mal durchgespielt. Die Höhle ist mir nie aufgefallen. Nie. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du würdest nicht mehr kommen. Kennen wir uns? Bist du etwa nicht der Bote aus Nemora? Verdammt, ich muss wissen, ob Nemora noch steht. Bisher ist mir nicht bekannt, dass Nemora vernichtet wurde. Dann musst du ihren Anführer davon unterrichten, dass wir hier feststecken. Nemora soll Verstärkung schicken. Schnell! Was machst du hier in dieser Höhle? Wir sind von den Orks überrannt worden, als wir den Tempel von Trelis sichern wollten. Sie sind wie besessen, wenn es um die Suche nach den göttlichen Artefakten geht. Sie kamen mit etwa 30 Kriegern. Da blieb uns nur noch die Flucht hierher. Was ist dir an dem Tempel so wichtig? Jedes Artefakt, das die Orks bergen, kann gegen uns verwendet werden. Die Ausgrabungen am Tempel müssen gestoppt werden. Jemand muss die Orks in und um den Tempel von Trelis daran hindern. Du meinst, sie töten? Wie sonst? Eine andere Sprache verstehen die doch nicht. Ich werde dir helfen, wenn du mich brauchst. Allein hast du keine Chance gegen die Orks, vor allem, da sie auch einen Schamanen dabei hatten. Was weißt du von den göttlichen Artefakten? Die Orks haben alles, was sie aus dem Tempel bergen konnten, nach Trelis gebracht. Sollte im Tempel eins dieser seltenen Artefakte gewesen sein, dann ist es bestimmt dort. Verstehe. Ei, da geht er an die Truhe. Das ist ja cool. Das habe ich noch nie gesehen. Wenn es zu der Koche. Ei. Gab es das früher schon, diese Animation? Ist mir noch nie aufgefallen. Ist ja cool. Also wenn es die noch nie gehabt, also jetzt habe ich es zum ersten Mal gesehen. Ja, wie gesagt, ich habe dieses Lager von Scholz schon nie gehört. Man hört da, muss ich sagen, auch gar nichts davon, ne? Nur wenn man hier oben ist. Und mit dem Quatsch, dann weiß man das. Aber ansonsten merkt man nichts davon. Dem Tempel besser nicht zu nahe, Mora. Melok sucht sein altes Schwert. Komm mir doch nicht mit dieser alten Geschichte, Mora. Kann sein, dass ich es hierher mitgenommen habe. Aber ich weiß es nicht mehr. Für so einen Unsinn habe ich keine Zeit. Ich hab's für dich mal gefunden, ne? Das stimmt nicht mit dem Tempel. Da wimmelt es nur so von Untoten, Mora. Mit diesen widerlichen Wesen lässt du dich besser nicht ein. Wie laufen die Ausgrabungen? Gar nicht gut. Ich soll hier Artefakte und andere alte Relikte sammeln. Aber ich weiß nicht, woher ich sie nehmen soll. Hier draußen ist nichts mehr zu holen. Und in den Tempel kriegen mich keine 20 Snapper mehr rein. Na, dann hörst du dir raus. Warst du schon mal im Tempel? Worauf du dich verlassen kannst. Meine Gruppe hier war schon mal doppelt so groß. Doch dann kamen plötzlich diese Skelette aus dem Boden und griffen uns an. Was du hier siehst, ist der schäbige Rest von meinen Leuten. Die anderen sind im Tempel verschollen. Gibt es noch Überlebende im Tempel? Ich weiß es nicht. Jemand müsste nachsehen. Aber ich mach das nicht. So viel ist schon mal klar. Schon klar. Schon klar. Torus erwartet, dass die Ausgrabungen hier wieder was abwerfen. So, tut er das. Der Mistkerl ist ja nicht hier. Der muss sich nicht mit dem dämlichen Tempel herumärgern. Zeig mir deine Ware. Ja, dann können wir doch bestimmt noch was verkaufen, ha? Gibt's da mehr Geld? Ja, also bei Waffen gibt's mehr Geld bei dem. Knüppel halten wir mal. Das lassen wir auch. Das lassen wir auch. Wie viel Geld hatten wir? 7000. Okay. Ja, das ist schon okay. Boah, 1400. Krass. Und ich hab zu viel. Meine irgendwas hier. Hm.
Das ist zu viel. Okay. Perfekt. Oh, sorry. Oh, Waffenbündel. Sehr gut. Liegen hier noch mehr? Nee. So, gucken wir mal in den Tempel, was hier abgeht, wa? Ah, ja, ist schon Ork fleißig. Los geht's. Von diesen lästigen Viechern. Die Biester geben einfach keine Ruhe. Ja, ich auf mit ihm. Ich glaube, eure Kumpels sind alle tot. So wie das klang. Aber ich bin ja noch nicht fertig, kommen ja noch ein paar mehr. Was war das jetzt? Ach ja. Hm. Sind die schon tot, die Orks? Ah ja, die sind ja wirklich tot. Ist ja krass. Seelenauge, Seelenkristall. Ah, deswegen. Was? Ein gesichtslose Mumie. Okay. Auch noch nicht gesehen. Sieht ultra hässlich aus, das muss man wirklich sagen. Bei 600 Leben. Unfassbar. Alter, wie geht denn der ab? In your face. Weißt du auch schon, wo Bens Schaufel? Jawohl. Haben wir das auch schon mal geklärt? So, das haben wir auch. Ich weiß halt nicht, wie weit das noch ging. Aber ich glaube, so viel war das nicht an Mumien. Alter, ist das dunkel. Oh, oh, Flacker, ey. Das ist so herrlich. Bolleutschen. Weltklasse. Weiß weiter? Aha. Hier haben wir einen Typus. Hier lag noch ein bisschen was. Aber ich glaube, das kam auch später mit dem Content Mod. Beziehungsweise mit dem Quest-Paket gab es das dann erst. So, und jetzt müssen wir dann erstmal auf die Gusche hauen. Raffelix! Da ist nichts mehr zu holen. So, haben wir den erstmal auf die Fresse gehauen, aber pass mal auf, das ist jetzt orange. Belia beschütze dich, Mora.
Ich hätte dich fast für einen der widerlichen Untoten gehalten. Ich dachte schon, ich müsste ihr ewig versauern. Interessant wäre natürlich, wenn der jetzt tot ist, ne? Warte mal, ich tue den mal töten. Ich spar schon vorne weg. Weil das will ich jetzt wissen. Werfe weg! Weil die da draußen wissen ja nicht, dass der noch lebt. Da bin ich jetzt gespannt. Ob da jetzt ein Dialog kommt. Ob da noch jemand lebt. Das interessiert mich jetzt. Ob die darauf geachtet haben. Bei Shorts ist er jetzt nicht so begeistert, weil er da ein Schamane ist. Kamak, der Schamane, ist tot. Er war ein großer Mann. Das ist ein großer Verlust für unser Volk. Was soll ich Torus jetzt sagen? Sag ihm, ich mach mir hier den Buckel krumm. Okay, nee, der Mora wird seine Lieferung in Kürze kriegen. Ja, den Dialog haben wir ja. Aber interessant, ne? Aber dass das so weitergeht, interessiert nicht viel. Aber wir quatschen jetzt, ja. Tempek hat die Suche nach Überlebenden im Tempel aufgegeben. Das sieht ihm ähnlich. Er hat mehr Angst als Ehre. Ich weiß bis heute nicht, wie er Aufseher geworden ist. Er sollte besser Schafe hüten, der Feigling. Kannst du laufen? Das wirst du gleich sehen, ob ich kann. Komm mit! Nichts wie raus hier! Jawohl. Sonst ist hier nichts. Oh, cool, ne? Also mit der Mod, das ist schon cool, ne? Das ist jetzt die Magierstäbe dann so Feuer und Blitz, ne? Das ist schon cool. Sieht stark aus. Das ist eine tolle Erneuerung. Ach, dass die Orks so schnell weg waren. Krass. So, naja, dann. Hier. Ich danke dir für deine Hilfe, Mora. Allein hätte ich nicht den Mut gehabt, mich den Untoten zu stellen. Nimm diese Tränke von mir als Dank. Danke. So, hier. Ich habe einen Überlebenden im Tempel gefunden. Kamak, den Schamanen. Belia sei Dank. Kamaks Tod wäre ein großer Verlust für das Volk der Orks gewesen. Danke für die gute Nachricht, Mora. Ja, da hat er, hier, Führung könnten wir erhalten. Was soll ich Torus jetzt sagen? Sag ihm, ich mach mir hier den Buckel krumm. Der Mora wird seine Lieferung in Kürze kriegen. Gut, das sagen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken und ja, bis bald. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues zeigen über Gothic 3. Lasst einen Kommentar da und ich freue mich auch, wenn wir uns bald wieder hören. Lasst ein Abo da, wenn ihr auch Fan seid von Gothic. Vielen Dank und alles wird gut.